Terror-Nazi hatte Waffe aus gerolltem Papier, lautet die Überschrift in Bild. Im Text wird dann die Gefängnisdirektorin zitiert, die den Vorfall beschreibt. Die Anstaltsleiterin Ulrike Hagemann beschrieb am Mittwochabend im Rechtsausschuss des Sachsen-Anhaltinischen Landtags die Apparatur. Da geht es um die sogenannte Waffe. Und ich mache Ihnen das jetzt einmal vor, während ich Ihnen dieses Zitat vorlese. Ein zusammengerolltes A4-Blatt, wir rollen das hier einmal zusammen, zusammengehalten mit Lebensmittelaufklebern. Da wir keine Lebensmittelaufkleber finden konnten, leck ich das hier einmal an. Weiter heißt es, stabilisiert wurde es mit einem Bleistift. Hier ist der Bleistift. Oben war ein biegsames Metall zu sehen, ähnlich wie einem Schrankscharnier. Hier haben wir also ein biegsames Metall.